So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, ATS halt. So, kennt man. Wir waren gerade in der Werkstatt, haben unseren LKW schon repariert. Und jetzt geht's mit dem frisch reparierten LKW, mit dem 200 Milliarden teuren Equipment, einfach mal über eine Sandpiste. Ah, 200.000 Euro. Das wird geil. Ich muss mal mein Mikrofonstand mal ein bisschen ölen. Das Ding knarrt und alles. And then exit left. Müssen geradeaus so weiter. Okay. Und da jetzt einmal rum. Ja, die Sections hier schon echt einen zweiten Blick immer mal wert. Wie hell diese Fahrbahn auch sind, ey. Oh, 2000 Meilen haben wir. Kommt also von der Streckenlänge her so fast an die Mission ran, weil privat spiele ich mit meinem Steam-Account gerade ETS und da habe ich auch eine Strecke mit über 3000 Kilometer. Ja, das ist, also, da kommt das ja von der Länge her locker ran. Weil 2200 Meilen oder was auch immer wir gestartet haben, dürften ein bisschen mehr sein als 3000 Kilometer. Von daher. Ah, schauen Sie, sind wir wieder im positiven Bereich. Easy. So, wie sieht es eigentlich aktuell mitarbeitermäßig aus? Wir hatten ja genau, wir hatten 15, ne? Ja, genau. Gut. Welche Waage? Ich sehe nichts, die Straße blendet so.
Hat wenig schon ein Foto gemacht gehabt? Ich bin verwirrt. So, da sieht man auch die Statue gut. Ich muss mal gucken. Vielleicht könnt ihr mir mal eine gute Image-Hosting-Plattform nennen, wo man auch qualitativ, also große Bilddateien hochladen kann. Weil ich glaube, SCF speichert die Bilder zum einen in PNG und zum anderen, aber in originaler Auflösung. Das heißt in meinem Fall halt 4K. Und naja, wenn ihr Interesse habt, kann ich die Bilder natürlich auch irgendwo auf einer Seite mal hochladen. Kommt vielleicht besser rüber als hier so im Video. Aber wie gesagt, da wäre erstmal die Frage, wo, weil die meisten Upload-Plattformen, die unterstützen nur bis zu 5 MB pro Datei und da liegen die Dateien halt meistens drüber. Die haben eher so in der Regel zwischen 8 und ja, 25 MB. Oh, schon 25.000. Ah, langsam wird's, ne? Mit den Einnahmen. Das ist schon echt krass.
meine Maus hier neu positionieren. Ist ja hier. Stockert hier aber auch schon wieder. Warte, war das früher nicht bei Texas so, oder? Oh, wir dürfen auf den Tisch. Oh, der wird jetzt aber mehr als 70. Wie der loslegt, Alter. So, wir müssen in 2,5 Stunden verpennen. Dann suchen wir uns da auch mal eine schöne Stelle raus. Du verlierst ja direkt einen Schlafplatz. Gut, das ist ja nur eine Stunde entfernt, aber ich glaube, was Besseres werden wir hier in Zukunft nicht. Obwohl hier hinten. Sieht sogar gut aus. Ah, oh, ne, 3 Stunden. Dann nehmen wir lieber den mit 3 Stunden. Ich meine, offiziell haben wir auch noch 3 Stunden Zeit. Dann ist zwar unser Bett schon rot, aber hey. Dafür nutzen wir unseren Tag-Nacht-Rhythmus besser aus. Und das ist wichtig für einen guten Tag-Nacht-Rhythmus. Oder wie alle sagen, Work-Life-Balance. Ohne zu blinken, ja. Ich frage mich nur, wenn hier nicht das Rechtfahrgebot gilt, warum schlägt mir denn der das Navi halt immer vor, auf die rechte Spur zu wechseln?
verstehe ich halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob es für Tanke war oder nicht. Ich glaube ja. Ja, sieht aus wie ein Tanke. Wobei, ne? Ne, ist keine Tanke. Oh. Dann sollten wir vielleicht doch hier. Ist auch keine Tanke. Gut, ich dachte, ich hatte gehofft, wir können doch gleich tanken. Aber nö. Ich meine, unser Tank reicht noch eine ganze Weile. Ich weiß auch gerade nicht wie lange, aber hey. 700 Meilen. Boah. Alter, immer schön 75 fahren zu können, ist halt so schön. Oder noch besser 80 fahren zu können. Weil man sieht hier unten, das sind fast 120 km/h. Also bei 80, wenn man hier 80 fährt, sind sogar mehr als 120 km/h. Das ist halt so angenehm. Und bei ETS, wie gesagt, da sind halt nur 80. Wenn man halt immer zwischen ATS und ETS wechselt, dann ist ETS immer so einschlafend. Vor allem, weil der in Europa auch überall stehen bleiben muss, die ganzen Mautstellen und so. Nicht geil. Was ist denn hier los? Autsch. Hatte ich doch nicht genug gelenkt. Ist doch nichts passiert, der fährt wieder weiter. Gut, weißt du was, wenn wir eh schon abgebremst wurden, dann fahre ich hier rauf. Da können wir tanken, pennen und auch noch gleich mal zur Werkstatt. Wäre gut, wenn wir jetzt 1% bekommen. Aber mir gefällt es nicht, dass er bereits angefangen hat zu gähnen.
So, wird hier rein am dümmsten? Ah, nichts Einfaches besser. Oh, nee, ist Ausfahrt. Aber er lässt uns durch. Sehr nett. Gut. Achso, da hätte ich wahrscheinlich von einer anderen Straße reinkommen müssen, ne? Sprich, also an der Kreuzung hätte ich geradeaus weiterfahren müssen und dann dort rechts auf die Fläche rauf müssen. Das kann natürlich sein, ja. Also quasi da hinten. Da. Hätte ich drauf fahren müssen. So, komme ich jetzt hier hinten? Kommt zumindest hier in den Parkbereich ran, das ist schon mal gut. Ja. Sieht gut aus. Ja, gut genug. So. Wo ist jetzt Mitte? Egal. Nein, ich wollte eh in die R. So. Gut. Mal schauen, ob der LKW noch in Ordnung ist. Wobei, machen wir ja bis nächste Folge. Na dann, ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Das war der falsche Bildschirm. Ach, Mann. Na, dann sehen wir uns. Wo ist denn jetzt da? Nächste Folge wieder. Bis dann.